Die Rangliste von dieser Quali eingehen, nämlich der beste Stösser bei den Männern, 45 Kilo, war der Schuler Remo. Er hat nämlich den 45 Kilo Koloss am Morgen 4,85 Meter weit gestossen. Der Daniel Kranzelbinder 4,80 Meter, schon im Finale. Dann der Flavio De Benedetto aus Genf 4,75 Meter. Der Tobias Schwitter 4,66 Meter und der Simon Hunziker hat 4,65 Meter weit gestossen. Also das sind Finalisten bei den Männern. Und bei den Frauen ist die Wüste Fiona von Grosswangen Siegerin in der Quali, 5,28 Meter hat sie den Stau gestossen. Also fast einen Meter weiter als die zweitplatzierte Mettler Corina aus Bilten, 4,48 Meter. Den Tottinger Janine aus Ombrechtikon mit 4,45 Meter. Chad Frenzi aus Rieden mit 4,20 Meter. Und Nolles Miller aus Luzern, auch sie ist mit im Finale. Also das sind die fünf Finalistinnen, sie haben ja um 15 Kilo schwerer stehen. Also das Finale wird jetzt dann Tori geführt und es werden immer die Stösserinnen und Stösser anfangen, die Fünfte waren in der Quali, zwei Versuche haben sie. Und bei den Männern ist ja der ganz grosse Saison-Dominator, der Hutmacher Urs, nicht mit dabei. Er führt ja die Jahreswertung an, was im Stossstoss ja auch gibt, da vor dem Jakober Martin. Aber auch der Jakober Martin heute nicht mit dabei, aber der Drittplatzierte von der Jahreswertung, der Hunziker Simon, ist heute mit dabei. Ja, und jetzt geht es weiter mit dem Mann. 45 Kilo, also der Stoss ist 30 Kilo schwerer. Und er ist der Hunziker Simon. 4,65 hat er in der Quali gestossen. Mal schauen, wie weit sein erster Versuch geht. Wäre ein langer Anlauf. In diesem Jahr haben ja Männer schon 45 Kilo gestossen, hier am Schweizer Kantonalen. Simon Hunziker. Da können wir nochmal seinen Anlauf. Der Anlauf, der ist ja in den Wesen. Manchmal haben die Stossstösser ja einen guten Untergrund, einen festen Untergrund, muss man sagen. Der Hunziker Simon, er stößt seinen Stau 4,24 Meter. Jetzt kommt der Viertplatzierte aus der Quali, der Schweizer Tobias. Auf dem Rick hat er letztes Jahr in der Quali die Bestweite gehabt. 4,50 Meter ist er hier weit gekommen. Im Finale hat es dann für den vierten Schlussrang gelangt. Dieses Jahr ist er also 16 cm weiter gekommen wie letztes Jahr. Und der erste Versuch ist gültig. 4,53 Meter für den Schweizer Tobias. Also er übernimmt im Moment die Führung, hat aber den Stau nicht weiter gestossen wie in der Quali. Aber er liegt vor Konkurrenz. Ja, die muss jetzt zuerst liefern. Ja, und er hat definitiv den weitesten Anreiseweg. Der Flavio De Benedetto aus Genf. Und das Publikum gibt ihm jetzt einen Applaus auf dem Weg zu seinem ersten Stoss. In der Jahreswertung ist er ja auf dem guten sechsten Zwischenrang. Man muss da schauen, dass es nicht ungültig wird, hat sich aber hier fulminant gerettet. Das war ein guter Stoss, 4,53 Meter, muss er knacken. 4,74 Meter, also nur 1 cm weniger weit wie in der Quali, übernimmt so die Führung. Der nächste am Start ist der Daniel Kranzelbinder aus Eck, Kanton Zürich. In der Quali mit 4,80 Meter. Jetzt der Daniel Kranzelbinder.
Daniel Kranzlbinder, erst aus der ersten seit dem Jahr 2022. Da ist er am eidgenössischen Schwing- und Elplenfest zu Bratteln schon 8. geworden. Und ein Jahr später, also letztes Jahr am Unspunnen, hat es auf den 4. Rang geschafft. Also er ist ein bisschen dieser Sportart ein Naturtalent. Er ist 95 gross, 126 Kilo schwer. Und letztes Jahr ist er auf dem Rücken 2. geworden. Und jetzt will er natürlich den Sieg. Der Stoss war nicht schlecht. Mal schauen über die 4,74. Kann ich bieten. 4,73 m. Also der Host, er ist 1 cm hinter dem Flavio De Benetto aus Genf. Also enger kann es eigentlich gerne nicht sein. Mal schauen, wie jetzt der Remo Schuler uns sagt, in der Jahreswertung ist er 7. im Stossstossen, ist er ein ganz grosser, hat mit dem 83,5 Kilo schweren Unspunnen Stoss schon dreimal das eidgenössische Schwing- und Elplenfest gewonnen, da 2016, 2019 und 2022. Unspunnen-Sieger war er auch schon, 2017, letztes Jahr war er auf dem 2. Rang, also der Schuler Remo. Er ist eine richtige Legende im Stossstossen. Und da ist ein ungültiger Versuch, hat übertreten. Und so ist er im Moment auf dem letzten Platz. Aber er hat ja noch einen Versuch und die Männer haben zwei. Und in dieser Saison haben sie auch noch 3 Wettkämpfe zu bestreiten, die eben in die Jahreswertung einfließt, nämlich nächste Woche am Berner Kantonalen, dann am Jubiläumsschwingfest in Appenzell, wo bei ihnen das absolute Saisonhighlight ist. Und dann den Abschluss mache ich jetzt im Herbst Schwingen 7. Aber wenn alles so läuft wie bis jetzt in der ganzen Saison, dann wird dann der Hutmacher Urs die Jahreswertung wie schon letztes Jahr gewinnen. Für die Jahreswertung gibt es ja für den Sieger heute 5 Punkte, für den 2. 4, für den 3. 3, für den 4. 2 und dann für den 5. noch 1 Punkt. Also allzu viele Punkte können sie nicht gut machen. Wenn aber der Schuler Remo, der Benetto Flavio um 3 Plätze will verdrängen, dann hat er ihn überholt. Und jetzt hier der Hunziker Simon mit seinem 2. Versuch. Scheint da nicht ganz zufrieden zu sein. Ja, er kann seine Weite aus dem ersten Versuch nicht verbessern. 4,14 m. Das bedeutet, er bleibt auf dem 4. Rang hängen. Und jetzt kommt der momentan Drittplatzierte zu seinem 2. Versuch. Der Schweizer Tobias. Letztes Jahr hat es nicht fürs Podest gelangt. Im Moment ist er auf dem Podestplatz. Er wird sicher noch probieren, um sich zu verbessern. 4 Meter und 53 cm hat er im ersten gehabt. Stammelt sich hier nochmal. Probiert jetzt sicher nochmal alles aus sich rauszuholen. Er ist ja auch noch nicht so lange in dieser Sportart unterwegs. Das Publikum führt ihn nochmal an, der Schweizer Tobias, bei seinem 2. Versuch. Und das ist sehr schade, weil der wäre ziemlich weit gegangen, übertreten aber. Und so ist er ungültig. So ist er auf dem 3. Zwischenrang. Kommt darauf an, was jetzt dann der Schuler Remo zum Schluss machen wird. Und vielleicht sehen wir heute ja noch einen 5-Meter-Stoss. 5 Meter hat der Hutmacher Urs 2022 geschafft. Da ist er 5,11 Meter gekommen. Vielleicht schafft es ja er. Der Flavio De Benetto, der Genfer, der Südwestschweizer. Es gibt ja immer Schwinger, die stossen. In diesem Jahr hat zum Beispiel ein Durer Fabian schon einen Wettkampf mitgemacht. Der dreifach Kantonalkranzer, dann noch der Imhof Andi, hat in diesem Jahr auch schon mitgemacht. Er ist ja vierfach eidgenössisch Kranzschwinger. 2022 zurückgetreten, der Flavio De Benetto stosst seinen 2. Mal schauen, ob er weitergegangen ist wie sein erster, 4,74.
aber er ist nicht weitergegangen. 4,28 Meter für den Flavio De Benetto. Er bleibt aber auf dem ersten Zwischenrang. Muss jetzt aber hoffen, dass der Daniel Kranzelbinder und oder Nemo Schuller nicht weiter stossen. Klar ist, wer hier gewinnt, wird das erste Mal hier oben auf dem Ricken gewinnen. Übrigens zuständig für Stossstossen hier auf dem Ricken ist der Leinbacher Martin Noer, eine Stossstoss-Legende, hat auf dem Ricken auch schon gewonnen. Er ist hier ein bisschen der Chef von dem Anlass. Jetzt Daniel Kranzelbinder, kein schlechter Versuch hier. 4,74, jetzt gehst du nur 1 cm. Aber 4,49 Meter lang ist schlussendlich nicht, um den Flavio De Benetto zu verdrängen. So bleibt er auf dem zweiten Zwischenrang. Und jetzt ist nur noch ein Stossstösser übrig, nämlich der Schuler Remo. Der erste, der war von einem ungültig. Der Remo Schuler, Rickenbach, Kanton Schweiz. Sein erster Versuch war ungültig. Und ich denke, genau darum wäre er froh, da ist er bereit, der Schuler Remo. Jahrgang 1994 und 87 ist er gross angefangen. Stossstoss hat er im Jahr 2009 seine Saisonbestweite. Also im Schweizer Kantonal hat er den 45 Kilo schwersten 4,79 weit gestossen. Wenn er da auch arbeiten würde, dann hätte er heute gewonnen, aber das sieht nicht so aus. 4,53 Meter. Und der Flavio De Benetto aus Genf holt sich tatsächlich den Sieg. Also die Weitanreise hat sich mehr als gelohnt. Er gewinnt das erste Mal das Rickenstossstossen. Nur 1 cm vor dem Daniel Kranzelbinder. Also und Remo Schuler wird Dritter, Daniel Kranzelbinder Zweiter. Also das sind die Podeststösser vom heutigen Tag. Vorne der Hunziker Simon, dann der grosse Sieger, der Flavio De Benetto, Daniel Kranzelbinder neben dem und dann gerade Schuller Remo und Schwitter Tobias. Die ersten vierte und fünfte Platzierte sind abgelesen worden. Jetzt kommt der Drittplatzierte, der Remo Schuller. Er, der sich im letzten Stoss an den Podestplatz gesichert hat. Auf dem zweiten Platz Daniel Kranzelbinder, Eck Zürich. 4,73, nur 1 cm hinter dem Sieger. Also, das war ein enges Duell gewesen. Der Daniel Kranzelbinder, er, der in der Jahreswertung auf dem 11. Rang ist. Also, da kommt jetzt 4 Punkte dazu. Er hat jetzt 42 auf seinem Konto und der Südwestschweizer Flavio De Benetto holt sich da den Sieg. Für ihn gibt es 5 Punkte aufs Konto. Kommt so vom 6. auf den 5. Rang. Also er hat sich jetzt können verbessern. Ist jetzt in der Jahreswertung also neu 5. Vor ihm ist noch der Schweizer Tobias. Da aber nur noch 2 Punkte. Also dort wird es dann in den letzten 3 Wettbewerben vom Jahr sicher noch einen engen Fight geben. Da sehen wir nochmal den Siegerstoss von ihm. Ja, das war schon knapp gewesen. Hätte sich gerne noch retten können, dass es eben nicht übertreten war. Also, der Stossstoss-Finale, der ist Story und so wird es jetzt bald wieder mit dem Schwingen weitergehen. Der 6. Gang, der steht ja an.
und der Schlussgang, der ist ja dann auch noch. Also man hat noch einige Highlights hier auf dem Rickhober, am 65. Rickerschwingen. Darum würde ich sagen, nach dem fulminanten Stossstoss-Final schnaufen wir noch mal kurz durch, nehmen wir den Schluck Werbung und sind dann gleich wieder zurück, wenn es losgeht mit dem 6. Gang. Bis gleich.